herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Vorträge, Präsentationen, Referate, wie man es auch immer nennen möchte. In diesem Video möchte ich euch einen kleinen Überblick geben, wie ihr die Präsentation am besten vorbereiten und halten solltet. Und ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß. Als erstes ist es natürlich ganz wichtig, die richtige Partnerwahl zu treffen. Meiner Meinung nach ist eine Zweiergruppe am besten. Man kann natürlich auch alleine arbeiten, aber in einer Zweiergruppe hat man nochmal so eine andere Meinung und da kann man sich gegenseitig irgendwie auf Fehler hinweisen. Deswegen ist eine Zweiergruppe, finde ich, optimal. Eine Dreiergruppe geht auch, wird aber ein bisschen schwieriger. Und eine Vierergruppe würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, weil es einfach von der Organisation her viel zu schwierig ist. Wenn ihr euch für eine Zweier- oder eine Dreiergruppe entscheiden solltet und nicht alleine machen wollt, dann solltet ihr darauf achten, dass die Leute teamfähig sind, dass ihr gut mit denen klarkommt, dass sie gut reden können, dass sie schon mal gute Präsentationen gehalten haben, wo ihr vielleicht dabei wart, dass ihr mit denen zusammen schon mal gute Präsentationen gehalten habt. Also ihr müsst einfach schauen, passt ihr zusammen? Glaubt ihr, ihr könnt lange Zeit miteinander gut zusammenarbeiten? Und einfach, ob die Chemie passt, weil bei einem Vortrag muss man eben sehr viel Zeit zusammen verbringen und man muss sich aufeinander verlassen können. Und deswegen ist das erstmal auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Als nächstes kommt es natürlich zu der Themensuche. Wenn nichts vorgegeben ist, dann solltet ihr auf jeden Fall erstmal darüber reden. Was interessiert euch eigentlich? Natürlich in Bezug auf das Fach. Ihr könnt dann auch einfach eure Lehrer fragen, gucken, was steht im Rahmenlehrplan, was kann man machen, was geht nicht. Aber auf jeden Fall sollte es ein Thema sein, was euch beide oder euch drei interessiert. Da muss man allerdings auch vorsichtig sein, denn einige Themen sind einfach zu groß, um sie in einen kleinen Vortrag zu pressen. Deswegen muss man auch immer auf die Zeitangabe schauen, weil es auch immer nicht so schön kommt, wenn man gesagt bekommt, ja, ihr müsst 20 Minuten halten und man dann irgendwie 40 Minuten hält. Das kommt nie gut und deswegen einfach auch immer ein Thema raussuchen, wo ihr euch sicher seid, ah, okay, das kann man so runterkürzen, dass man es eben in dieser Zeit schaffen kann. Und wenn ihr ein zu großes Thema habt, dann einfach euch auf irgendwas spezialisieren, auf irgendeinen kleinen Aspekt oder so. Wenn ihr dann eure Gruppe und euer Thema gefunden habt, dann definiert ihr eine Leitfrage, eine spannende Leitfrage, die am besten kontrovers ist, wo irgendein Fragezeichen mit drin ist, wo zwei Perspektiven irgendwie untersucht werden, einfach damit der Zuhörer es spannend hat und nach der ihr euch einfach auch richten könnt, nach der ihr euren Vortrag aufbauen könnt. Ganz wichtig ist dann auch, dass ihr die Leitfrage nochmal klar definiert. Also eine Leitfrage besteht natürlich aus einem Satz und der besteht dann wiederum aus vielen kleinen Wörtern. Und ihr müsst euch dann jedes Wort anschauen und gucken, kann man das irgendwie noch weiter definieren? Muss man das noch weiter definieren? Wenn man hinschreibt, irgendwie positive Auswirkungen oder so, dann muss man immer dazu definieren, ja, für wen hat es denn positive Auswirkungen? Weil positiv natürlich für viele irgendwie was anderes bedeuten kann. Und auf solche Wörter müsst ihr auf jeden Fall achten. Oder sowas wie schnell, was relativ ist oder groß oder so. Diese Wörter müsst ihr einfach definieren, für was gilt das und was bedeutet das für euren Vortrag. Jetzt kommt es eigentlich auch schon zu dem größten Teil der ganzen Präsentationsvorbereitung und das ist die Recherche. Ich würde mir da erstmal ein bisschen was zu dem Thema anlesen und dann mithilfe auch der Leitfrage dann eine Gliederung aufstellen. Und wenn ihr diese Gliederung habt, die muss noch nicht perfekt sein. Also ihr könnt die dann währenddessen, während eurer Recherche auch noch verändern. Aber ihr solltet auf jeden Fall erstmal eine Grundstruktur haben, wo ihr dann auch schon mal so ein bisschen aufteilen könnt, okay, wer macht was, damit ihr nicht alle alles machen müsst, weil man meistens einfach nicht die Zeit dazu hat. Es wäre natürlich optimal, wenn jeder alles machen würde, aber das schafft man meistens nicht. Deswegen macht eine Gliederung, teilt es auf, du machst den Punkt, ich mach den Punkt. Und dann fangt ihr einfach an, euch ganz, ganz viele Sachen durchzulesen und dann könnt ihr in die spezifische Recherche einsteigen. Da müsst ihr natürlich ganz doll darauf achten, welche Quellen ihr verwendet. Man kann immer in die Bibliothek gehen, das ist aber immer ein bisschen schwierig, weil man dann relativ viele Bücher sich einfach durchlesen müsste, was man meistens nicht schafft wegen Zeit und so. Deswegen würde ich vielleicht mal kurz in die Bibliothek gehen. Vielleicht findet ihr ein passendes Buch, was euch wirklich weiterhelfen wird, aber ansonsten könnt ihr euch da einfach auf das Internet stützen. Da müsst ihr natürlich wissen, was die seriösen Websites sind, was die nicht seriösen Websites sind. Ihr müsst dann immer einfach auch vom Gefühl her so ein bisschen entscheiden. Gute Frage nett oder so Lernhelfer würde ich jetzt nicht als seriös empfinden oder keine Ahnung. Es gibt so eine bestimmten Seiten, wo man schon direkt weiß, okay, da kann jeder was reinschreiben.
Man kann sich natürlich da was durchlesen und sich irgendwie eine Meinung bilden, aber das sollte man jetzt nicht als Hauptquelle benutzen. Eine gute Quelle ist auf jeden Fall die Bundeszentrale für politische Bildung. Falls ihr da irgendwie so ein politisches Thema oder ein geschichtliches Thema habt, da findet man auch immer richtig gute Informationen und die haben da auch zu ganz, ganz vielen Themen irgendwas. Also nur ein Beispiel für eine seriöse Quelle. Ansonsten immer spezifische Seiten zu eurem Thema, die dazu passen. Und ja, ansonsten einfach auch Leute befragen, von denen ihr wisst, ja, die wissen auf jeden Fall was darüber. Wenn ihr dann eure seriösen Quellen gefunden habt, dann würde ich erstmal alles Mögliche rausschreiben. Ganz, ganz viele Notizen machen von verschiedenen Quellen. Wenn irgendwas komisch ist, dann lieber nochmal nachschauen, was steht häufiger, was kann also richtiger sein. Das ist ja manchmal so das Problem. Einfach erstmal wild drauf losschreiben, am besten auf so ein Pages- oder Word-Dokument oder was ihr da auch immer benutzt. Ich finde das immer viel, viel praktischer, als wenn man es handschriftlich macht, weil ihr dann nämlich anschließend kürzen könnt, das, was ihr doppelt habt, einfach wegstreichen. Und dann ist es auch ganz wichtig, die Notizen zu ordnen. Und ja, das klingt jetzt super, super leicht, ist natürlich teilweise richtig mühselig, aber ja, wenn ihr das gut macht, dann kann euer Vortrag eigentlich kaum noch schief gehen. Ganz wichtig ist auch, was viele vernachlässigen, dass man über das Thema reden muss. Also wenn ihr Partner habt, mit denen ihr den Vortrag macht, dann ist es doch eine super Gelegenheit, um sich über dieses Thema auszutauschen, um eben so ein bisschen seine Denkweise so ein bisschen auszuweiten über das Thema. Das wird euch dann noch während des Vortrages helfen, wenn ihr einfach viel, viel Hintergrundwissen habt, auch Dinge hinterfragt habt, irgendwelche Beispiele gefunden habt und einfach darüber diskutiert habt. Jetzt kommt es zu den Karteikarten. Ihr habt jetzt alle eure Notizen zusammen und ich würde euch empfehlen, die Schriftart auf, sagen wir, 14 hochzuziehen, falls ihr nicht sowieso schon mit 14 gearbeitet habt, das Ganze dann auszudrucken und dann auf so, ja, maximal A5 große Karteikarten zu kleben. Also ich würde die dann so auseinanderschneiden, diese eure Notizen, am besten noch so themenorientiert, damit ihr nicht mitten im Satz irgendwie blättern müsst oder so. Und dann einfach ausschneiden in so kleine Dinger, Schnipselchen, dann auf eine Karteikarte kleben, damit ihr das alles schön einheitlich groß habt und ja, damit ihr auch irgendwie so ein bisschen was Stabileres, Festeres in der Hand haben könnt, während man vielleicht so ein bisschen nervös ist während des Vortrages dann. Die Karteikarten sollten allerdings wirklich nur eine Gedankenstütze sein. Ich weiß, das wird euch jeder Lehrer gesagt haben, aber es stimmt wirklich. Wenn man an seinen Karteikarten klebt, kann man einfach keinen schönen Vortrag halten. Deswegen informiert euch wirklich gut über das Thema, verinnerlicht es richtig. Es kommt natürlich auf den Rahmen an, ob das jetzt eine wirklich wichtige Präsentation ist oder nicht. Aber es ist einfach immer gut, sich gut vorzubereiten. Und ja, als Gedankenstütze keine langen Sätze draufschreiben, sondern wirklich nur Stichpunkte. Und was auch immer ganz schön ist, wenn ihr hinten auf die Karteikarte irgendwie nochmal das Thema schreibt, damit ihr wie bei so einer Fernsehshow oder so eine richtig schöne Karte in der Hand habt, das sieht dann einfach optisch schöner aus, macht einen guten Eindruck. Um dann auch nicht während der Präsentation durcheinander zu kommen, solltet ihr auch auf jeden Fall eure Karteikarten nummerieren. Falls dann doch irgendwas durcheinander kommt, könnt ihr schnell gucken, was kommt danach, bla bla bla. Und dann kann da eigentlich auch nichts passieren. Jetzt kommt es auch schon zu dem Handout. Kommt auch immer richtig gut, wenn man dann ein Handout abgeben kann, beziehungsweise dann können sich die Leute einfach viel besser auf euren Vortrag konzentrieren, wenn sie nicht selber irgendwie Notizen machen müssen, finde ich. Und ich habe das auch immer viel, viel lieber, wenn ich einfach ein Handout bekomme, als dass ich irgendwie ständig, ja, irgendwas schreiben muss oder so. Das sollte maximal eine Seite sein, also eine A4-Seite groß, weil es ansonsten viel zu viel wird. Das wird sich dann niemand durchlesen, wenn ihr da irgendwie 10 Seiten Handout abgebt. Ihr solltet euch dabei an eurer Gliederung orientieren. Das heißt, ihr schreibt die Gliederungspunkte immer als Überschriften hin und macht dann einfach so ein paar Stichpunkte zu jedem Thema. Wirklich nur die wichtigsten. Könnt auch gerne irgendwelche Grafiken, Bilder oder so einfügen, damit das Ganze noch ein bisschen anschaulicher wird. Und dann solltet ihr einfach auch noch eure wichtigsten Quellen einfach unten noch dran draufschreiben. Die könnt ihr in einer ganz kleinen Schriftart machen, keine Ahnung, 9, 10 oder so. Nur falls das wirklich jemanden interessiert oder den Lehrer. Das kommt natürlich auch immer gut, wenn der dann direkt noch sieht, aha, okay, die haben noch ihre Quellen draufgeschrieben. Eure Namen, das Datum und ja, dann könnt ihr es auch schon ausdrucken und lochen. Also ich würde es auf jeden Fall lochen, dafür werden euch eure Mitschüler auf jeden Fall danken. Das war es jetzt auch schon für dieses Video. Ich werde das Video in 2 Teile aufspalten, weil es einfach sonst zu lang wird.
Das ist jetzt quasi so die grobe Vorbereitung gewesen. Und im nächsten Video komme ich nochmal dazu, wie man eben wirklich eine Präsentation, Keynote, PowerPoint, Präsi, was auch immer, vorbereitet, wie man die anordnet, wie man den Vortrag wirklich hält, was noch am Tag der Präsentation zu beachten ist. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Ich hoffe, dass euch dieses Video schon mal so ein bisschen weitergeholfen hat und würde sagen, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao!